Hochleistungstennistraining in Berlin. Die Clubcourt Tennis Academy Pro hat einen Leistungstennistrainingsstützpunkt errichtet. Unter Anleitung von erfahrenen DTB-Lizenztrainern bekommen Kinder und Jugendliche ein professionelles Athletik- und Tennistraining. Demgleich werden im Sport auch die Werte Gemeinschaft, Respekt und Fairplay vermittelt. Ja, grundsätzlich hat sich Clubcourt zum Ziel gesetzt, Kindern, die in Berlin-Brandenburg schon sehr erfolgreich sind, zusammenzubringen, vereinsunabhängig. Das liegt daran, dass es in Vereinen häufig so ist, dass es nur ein, zwei gute Kinder gibt, die auch sicherlich auf einem sehr, sehr hohen Niveau mit ihren Trainern dort arbeiten können. Bei uns ist es so, dass wir versuchen, diese Kinder dann nochmal andere Trainingspartner zu ermöglichen. Wir versuchen dann, das Tennistraining gut zu verbinden mit einem speziellen Athletiktraining. Die Kinder auch im Match zu beobachten, das sind auch teilweise Dinge, die dann nicht geleistet werden können aufgrund von zeitlichen Kapazitäten von den Trainern und den Eltern, auch von den finanziellen Möglichkeiten oder auch die Vereine, die das nicht unterstützen können, ausreichend. Wir haben das Glück, dass wir zwei ganz wichtige Partner haben, insbesondere Harry Gerlach Bauunternehmen. Die Karin und Harry sind Unterstützer, haben sofort für die Idee gebrannt und eigentlich im Grunde ist das so eine Art Tennisstipendium, was wir uns hier zur Verfügung stellen für die Kinder. Es sind insgesamt 20 bis 25 Kinder, die bei Clubcourt trainieren. Und mit Head haben wir einen Ausrüster, der uns für insgesamt 8 Kinder pro Jahr Ausrüstung zur Verfügung stellt und uns auch sonst mit Bällen und ähnlichem Equipment unterstützt. Also insofern sind das die beiden Partner, die das eigentlich hier ermöglichen. Kommen kann jeder. Das Training ist vereinsunabhängig und wird in Gruppen nach Alter gesplittet. An den Stützpunkten in Charlottenburg und Zehlendorf werden dann die Schwächen geschwächt und Stärken gestärkt. Benjamin Potsch ist auch heute dabei und nimmt die jungen Talente genau unter die Lupe. Ja, so wie wir es jetzt in der Academy und hier beim SCC festgestellt haben, ist es zurzeit, der heute hier ist, der Finn Stodder. Das ist der, der jetzt gerade im Winter auch Berliner Vizemeister U18 geworden ist. Auch hier beim SCC Erste Herren in der Regionalligamannschaft spielt. Und denke ich, jetzt auf einem guten Wege ist, erste 100 bei den Herren in Deutschland zu stehen und dementsprechend gute Voraussetzungen haben, da richtig weit zu kommen. Die Talentsichtung von Clubcourt beinhaltet Schnelligkeits-, Ausdauer- und Koordinationsübungen. Die Entwicklung der Kinder spielt dabei eine große Rolle. Eine höchst individuelle Mischung aus Talent, Willen, Leidenschaft und Charakter ist gefordert. Außerdem entblößen sich Schwächen und Stärken, an denen anschließend gearbeitet wird. Also ich denke mal, Sprint- und Kraftübungen fallen mir leichter als Koordinationsübungen. Warum? Weil ich generell nicht so koordinativ bin. Mir fallen die Sprints und die Sprünge schwer, weil ich in diesen einfach nicht so gut bin. Aber wenn es um Ausdauer geht und Kraft, da schneide ich mal ein bisschen besser ab. Natürlich darf auch der Athletikteil nicht zu kurz kommen. Aus diesen Talenten, die heute überzeugen, sollen bekannte Leistungssportler werden. Trainer sind natürlich nicht nur im Training dabei, sondern betreuen die Jungathleten dann auch in den Turnieren in Berlin und Brandenburg. Das ist wichtig für die mentale Stärke, die mit Ehrgeiz und Werten die Grundvoraussetzung für Erfolge sind. Und hier bei Clubcourt beginnt die große Karriere.